Wir freuen uns außerordentlich, liebe Vizerektorin Gabriele Siegert, liebe Kolleginnen und Kollegen der Altertumswissenschaften, natürlich immer auch ganz besonders liebe Studierende, die ja auch in großer Zahl hier sind, sich für diese Ringvorlesung eingeschrieben haben, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Sie sich für die Antike interessieren in all ihren Ausschattierungen. Es ist für uns eine enorme Freude, Sie hier so zahlreich zur offiziellen Eröffnung des neuen ZAZ, des Zentrums Altertumswissenschaften Zürich, begrüßen zu dürfen. Wir hatten schon lange daran gedacht, dass es notwendig wäre, so etwas zu gründen. Das braucht es hier irgendwie in Zürich. Es ist notwendig, dass man die weit über die UZH verstreuten und an verschiedenen Fakultäten angesiedelten Altertumswissenschaften institutionell bündelt und sozusagen aggregiert, um das außerordentliche Potenzial, über das die UZH in diesem Bereich verfügt, besser sichtbar zu machen und Synergien in Forschung und Lehre zu fördern. Und voilà, heute Abend geht's los. Das erste Resultat unserer Bemühungen erleben Sie heute Abend mit dieser Eröffnungsveranstaltung der interdisziplinären Ringvorlesung Migration, Kulturkontakt und Kulturkonflikt im Spiegel der Antike, für die wir erfreulicherweise den äußerst renommierten Ägyptologen und Kulturwissenschaftler Jan Assmann gewinnen konnten. Ich möchte ihn an dieser Stelle schon einmal besonders herzlich begrüßen und bitte um einen Applaus. Ich hatte damals im Sommersemester 2003 das große Privileg, im Rahmen der letzten Vorlesung von Herrn Professor Assmann in Heidelberg vor seiner Emeritierung an einem Panel über Julian, über den mosaischen Gott mitzuwirken. Und zwar zusammen eben mit Ihnen, mit Konrad Schmidt, mit Jens Halfwassen und Christoph Markschies. Ich muss sagen, es ist eine außerordentliche Freude, dass wir jetzt hier unser neues Zentrum mit Ihnen zusammen eröffnen können, dass Sie diesem Zentrum sozusagen Pate stehen. Wie könnte dieses Zentrum besser beginnen, wenn nicht mit Ihnen? Also ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben. Und es wäre nun wirklich Eulen nach Athen tragen, wenn man Herrn Professor Jan Assmann ausführlich vorstellen möchte. Sein Renommee ist nicht erst seit dem Balzan-Preis und dem 2018 erhaltenen Friedenspreis des deutschen Buchhandels, die er beide zusammen mit seiner nicht minder berühmten Frau Aleida erhalten hat, weit über sein engeres Fachgebiet, die Ägyptologie, hinaus bekannt. Hier in Zürich hat ihm die NZZ oder Ihnen beiden die NZZ aus Anlass des Friedenspreises eine ganze Seite des Feuilletons gegeben, diesem intellektuellen Power Couple, wie man sagen könnte. Und heute Morgen hat ja auch der Tagesanzeiger mit einem Interview nachgedoppelt. Insofern ist der Frieden in Zürich wieder hergestellt. Es ist eine unglaubliche Produktivität, was Herr Assmann im Laufe seiner Zeit alles produziert hat. Und zwar nur schon die Bücher, wenn man die Titel anschaut, die Sie leicht auch auf Wikipedia alle abrufen können. Das ist eine Bandbreite der Perspektiven. Und wenn man dann reinschaut in diese Bücher, immer der Reichtum der Perspektiven, das kühne, weit ausgreifen, eben durchaus immer wieder mit ägyptologischem Rückbezug, aber nachher durch die Geschichte hindurch bis in die Gegenwart hinein und natürlich mit etwas, was alle, die im Bereich von Literatur und Geisteswissenschaften tätig sind, sich eigentlich gar nicht mehr anders vorstellen können. Immer auch mit diesem Zugriff des kulturellen Gedächtnisses, der Sinngeschichte, der Gedächtnisgeschichte, des Verfolgens von Spuren durch verschiedene, auch ganz überraschende Zeugnisse hindurch. Also das ist eigentlich geradezu berauschend, wenn man sieht, was hier an einer Produktivität im Laufe eines gelehrten Lebens, im Laufe der Jahrzehnte zusammengekommen ist. Und bei allem ist immer das auch Hervorragende. Das liest sich so extrem gut. Also Sie sind ein begnadeter Formulierer, der eben die Sachen so prägnant fassen kann, dass das auch zugleich griffig wird, dass es Freude macht zu lesen, dass man weiter
lesen möchte. Ich will aus dieser enormen Spannweite Ihres Öfes nur zwei, drei Titel, einfach Exempli Gratia bzw. aus gegebenem Anlass, einfach erwähnen. Es beginnt mit der wunderbaren Sammlung Ägyptische Hymnen und Gebete, die ja hier in Zürich im Artemis Verlag Zürich und München 1975 herausgekommen ist und dann nachher in zweiter Auflage in Fribourg und Göttingen im Rahmen des Orbis Biblicus. Daneben der Klassiker, das kulturelle Gedächtnis, Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen von 1992. Wirklich der Klassiker für dieses einfach fundamentale und überall jetzt verbreitete Konzept des kulturellen Gedächtnisses, das er zusammen mit seiner Frau Aleida unter Aufnahme einer Anregung von Maurice Halbwachs zu einem bis heute eben überaus wirkmächtigen Theorieansatz entwickelt hat. Dann immer wieder Moses, schon früh beginnt das eigentlich auch eben Mose, ganz wichtig, Moses der Ägypter, Entzifferung einer Gedächtnisspur, München 1998, dann das, was ja dann in den Medien auch sehr breit diskutiert worden ist, eben seine Ausführungen zur mosaischen Unterscheidung oder der Preis des Monotheismus, natürlich in einer Zeit des zunehmenden Fundamentalismus in verschiedenen Religionen, aber für uns natürlich besonders bedrückend im Islamismus, auch ganz von erdrückender Aktualität. Ein weiteres Buch, das wiederum die ganz große, auch zeitliche Diachronie zeigt, die Religio Duplex, ägyptische Mysterien und europäische Aufklärung, oder dann eben dieses unglaublich reichhaltige Buch, mit dem der heutige Vortrag auch im Zusammenhang steht, Exodus, die Revolution der alten Welt, bei der er selber eben von einer Sinn- oder von einer Gedächtnisgeschichte, einer der wirkmächtigsten Erzählungen der Weltliteratur, spricht. Oder eben zum Beispiel auch die Zauberflöte, eine Oper mit zwei Gesichtern, das ist auch eines dieser Themen, oder jüngst jetzt gerade, also jetzt vor ganz kurzem erschienen, ein Thema, das wieder sehr wichtig ist und auch Hochkonjunktur hat, ähnlich wie eben ja Karl Jaspers, wie wir auch am Wochenende in der NZZ gesehen haben, wieder auf erneutes großes Interesse stößt. Der Titel dort jetzt Achsenzeit, eine Archäologie der Moderne. Lieber Herr Aßmann, es ist uns eine außerordentliche Freude und eine ebenso große Ehre, Sie heute Abend bei uns zu haben und mit Ihnen zusammen das Zentrum Altertumswissenschaften Zürich offiziell eröffnen zu dürfen. Ganz herzlich willkommen. So, jetzt muss ich hier. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist das laut genug? Wenn ich so rede, wunderbar. Ja, also für mich ist das auch eine ganz große Freude und Ehre, dieses ZAZ eröffnen zu dürfen. Und ich bedanke mich sehr für die Einladung und für diese ungemein einfühlsame, liebenswürdige, großzügige, kenntnisreiche Einführung von meinem Kollegen Christoph Riedweg. Und freue mich besonders, weil ich ja nun nicht im Zentrum der griechisch-römischen Antike beheimatet bin, sondern in der Peripherie, in der ägyptischen und heute Abend auch so ein wenig in der israelischen, alttestamentlichen. Denn ja, das Thema Exodus, das liegt ja wirklich nahe im Kontext der millionenfachen Migration durch Flucht, Vertreibung und Armut. Die biblische Erzählung vom Auszug aus Ägypten handelt ja von der Massenflucht, Migration und Masseneinwanderung eines ganzen Volkes. Von 600.000 wehrfähigen Männern ist die Rede, das heißt also mindestens 3 Millionen Menschen, wenn man Frauen, Kinder, Greise und Gesinde einbezieht. Geflohen sind diese Menschen vor unmenschlicher Ausbeutung in Ägypten. Geführt von Mose, der seinerseits von Jahwe geführt wurde. Am Sinai sind sie dann durch den Bund mit Jahwe und die ihnen geoffenbarte Verfassung zum Staatsvolk geworden.
Und nach 40-jährigem Herumziehen in der sinaitischen und jordanischen Wüste in Kanaan, dem ihnen von Jahwe gelobten Land, eingewandert, wo sie dann mit Gottes Hilfe die Ureinwohner vertrieben, beziehungsweise, wie es heißt, ausgemerzt und sich in den vorgefundenen Städten und Dörfern angesiedelt haben. Eine Geschichte von Auszug, Wanderung und Einzug. Der Auszug, erzwungen durch unmenschliche Lebensbedingungen, aufgrund deren ja auch in unseren Tagen Hunderttausende, ja Millionen, die gefährliche Flucht vor Krieg und Zerstörung im Vorderen Orient und vor hoffnungslosem Elend in Afrika auf sich nehmen. Die Wanderung voll von Gefahren und Entbehrungen und der Einzug, verbunden mit göttlich legitimierter, ja gebotener Gewalt, eine Geschichte also von Flucht und Kolonialismus. Dazwischen aber, zwischen Auszug und Einzug, liegt das, worauf es eigentlich ankommt. Die Umwandlung der auswandernden Masse in ein Staatsvolk durch den Bund, den Jahwe mit ihnen schließt, und die Verfassung, das Gesetz, das er ihnen offenbart, als Grundlage einer gerechten Gesellschaft, in der es keine Ausbeutung, Unterdrückung und Versklavung mehr gibt. Und das ist der Einzug, auf den es eigentlich ankommt. Nicht in das gelobte Land, sondern in den Gottesbund. Und daher gehört auch die Erzählung der Landnahme, das Buch Josua, nicht mehr zur Tora, sondern zu den sogenannten vorderen Propheten, den Geschichtsbüchern, die die Geschichte von der Eroberung Kanaans bis zur babylonischen Gefangenschaft erzählen. Wann spielt nun diese Geschichte und was steht historisch dahinter? Nach biblischer Chronologie hat der Auszug aus Ägypten im 15. Jahrhundert vor Christus stattgefunden. Da im Text aber eine Stadt namens Ramses erwähnt wird, an der die versklavten Hebräer gebaut haben sollen, kann es sich nur um das 13. Jahrhundert handeln, als die Stadt Pi-Ramesse, Ramses Haus, gebaut wurde, die neue Hauptstadt des Reiches. Und da auf einer Stele des Königs Merimtach, aus dem Ende des 13. Jahrhunderts, ein Volk namens Israel erwähnt wird, das in Kanaan siedelt und von Merimtach vernichtend besiegt wurde, das Erste, was wir über Israel hören, ist seine Vernichtung. Ja. Aufgrund auch dieses Zeugnisses müssen Auszug und Einzug vor 1200 vor Christus stattgefunden haben. Nun gibt es dafür aber nicht die geringsten archäologischen und textlichen Anhaltspunkte. Eine solche Massenmigration, also 3 Millionen Menschen, müsste in Ägypten irgendwo erwähnt sein und auf dem Sinai greifbare Spuren hinterlassen haben. Vor allem müsste sich in den kanaanitischen Grabungsstätten ein Zerstörungshorizont feststellen lassen. Das ist aber nicht der Fall. Jericho, von dessen Zerstörung im Buch Josua ja ausführlich die Rede ist, wurde ganz besonders gründlich ausgegraben. Aber was sich dabei ergab, war, dass die Stadt im 13. Jahrhundert vor Christus eine seit langem unbewohnte Ruine war. In anderen Ausgrabungsplätzen lässt sich kein Bruch im 13. Jahrhundert feststellen. Hier lief die Besiedlungsgeschichte friedlich und bruchlos weiter. Was man aber archäologisch feststellen kann, ist eine Besiedlungswelle in der küstenfernen Bergregion Kanaans. Und hier entstanden im 12. und 11. Jahrhundert hunderte neuer Siedlungen mit einem unverkennbaren neuen Haustyp und charakteristischer Keramik. Hier handelt es sich zweifellos um eine Einwanderung, aber nicht aus Ägypten, sondern aus der Küstenregion, die von den Philistern erobert und besetzt wurde. Die Philister wiederum gehören in eine andere Migrationsgeschichte, die archäologisch und epigraphisch vielfältig greifbar ist. Es handelt sich um die sogenannten Seevölker, die Ende des 13. Jahrhunderts den gesamten östlichen Mittelmeerraum unsicher gemacht
das Mykenische und das Hethitische Reich zum Einsturz und das Ägyptische Reich um seine imperialistische Einflusssphäre gebracht und sich zuletzt an Orten niedergelassen haben, die bis heute ihren Namen tragen. Palästina von den Philistern oder Peleset, Lykien von den Lukka, Sizilien von den Shekelet oder Sikulern, Sardinien von den Chardana, Etrurien von den Turscha. Beim Propheten Amos nimmt Jahwe auf diese Wanderungsbewegungen Bezug. Da heißt es, habe ich nicht Israel aus dem Lande Ägypten heraufgeführt und die Philister aus Kaftor, das ist Kreta, und Aram, die Aramäer, aus Kir. Gute 600 Jahre vorher gab es schon einmal eine Einwanderungswelle nach Vorderasien, also um 1800 ungefähr vor Christus, die das Reich der Hethiter in Anatolien und das Reich der Choriter am oberen Euphrat gründete und weit nach Kanaan vordrang. Und die hatte eine Auswanderungswelle von dort nach Ägypten ausgelöst. Die kanaanäischen Migranten siedelten im Delta und bestiegen sogar als Hyksos, griechisch für Hekar Chasut, Herrscher der Fremdländer, für mehr als 100 Jahre den Pharaonenthron, bis sie Ende des 16. Jahrhunderts vor Christus von den thebanischen Fürsten in jahrzehntelangen Kämpfen besiegt und vertrieben wurden. Also hier, da in dem oberen Register, das, diese Figur, die ich da eingerahmt habe, ja, die hat den Titel Hekar Chasut und den Namen, den hebräischen Namen Abisha oder Avishai. Ägyptische Quellen für eine Massenflucht von kanaanäischen Zwangsarbeitern und ihren Familien gibt es aber, wie schon gesagt, nicht. Man kann sich jedoch gut vorstellen, dass die Ägypter, die in der Zeit des Neuen Reichs, also vom 15. bis 12. Jahrhundert, in Kanaan besetzt und in den Städten Garnisonen eingesetzt und die Stadtfürsten zu Vasallen gemacht hatten, von dort Arbeitssklaven nach Ägypten verschleppt und zum Bau zum Beispiel der Ramsesstadt eingesetzt haben. Und eine Gruppe von ihnen, vielleicht 100 bis 200 Menschen, mag einmal die Flucht gelungen sein. Und vielleicht ist da ja wirklich ein als Wunder empfundenes Naturereignis den Verfolgten zu Hilfe gekommen. Dies könnte sich am Sirbonischen See, einem flachen, tückischen Gewässer nahe der Mittelmeerküste abgespielt haben, dabei Ostwind austrocknet und in dem aber im Altertum ganze Armeen versunken sein sollen, als sich die Windrichtung drehte und sich die Fläche wieder in einen Sumpf und einen See verwandelte. Und so stellt es auch eine Schilderung des Meerwunders im Buch Exodus dar. Und Mose streckte seine Hand über das Meer aus und Jahwe ließ das Meer die ganze Nacht durch einen starken Ostwind zurückweichen und machte so das Meer zum trockenen Land. Vielleicht hatte die Gruppe Entflohener ähnliches Glück. Vielleicht konnten sie sich nach Kanaan durchschlagen und dort zum Andenken an diese Rettung ein jährliches Fest stiften, in dessen Rahmen sie sich diese Erzählung dann immer grandioser ausgestaltete. Es ist gut möglich, dass im Exodus-Mythos ein solcher wahrer Kern zugrunde liegt. Nur gibt es dafür keinen Beleg außerhalb der Bibel. Der Exodus-Mythos hat zwei Kerne, die möglicherweise ursprünglich gar nichts miteinander zu tun hatten. Auszug und Gesetzgebung. In den frühen liturgischen Rekapitulationen des Auszugs aus Ägypten, also Deuteronomium Kapitel 26, Josua Kapitel 24, Psalm 78, Psalmen 105 bis 107, da wird immer diese Geschichte nochmal in Kurzfassung rekapituliert, da ist von Gesetzgebung am Sinai nicht die Rede. Und erst bei Nehemia Kapitel 9 und in der Stephanusrede in Apostelgeschichte 7 kommt beides, Exodus und Gesetz, zusammen. Einen weiteren wahren Kern
der in der Exodus-Erzählung zu stecken scheint, stellt der Name Mose oder Moschee dar, der zweifellos ägyptisch ist, was die Bibel aber offenbar vergessen hat, denn sie gibt ihm eine hebräische Etymologie. Moschee von Maschah, ziehen, weil die Tochter Pharaos ihn aus dem Wasser gezogen hat. Moschee heißt aber der Ziehende und nicht der Gezogene. Die plausibelste Erklärung dafür, dass ein nicht mehr als solcher durchschauter ägyptischer Name in die Bibel geraten ist, ist doch wohl, dass es wirklich einen Ägypter namens Mose gegeben hat, der bei der Entwicklung des Bundesgesetzes eine wichtige Rolle spielte. Es ist ja gerade die Gesetzgebung, die sich mit dem Namen Mose verbindet. Mose, Mesu, wie wir das aussprechen, heißt ägyptisch geboren oder gezeugt von. So wie griechisch Genes. Tut Mose wäre dann Hermogenes, gezeugt von Tod gleich Hermes. Oder Ramose wäre Heliogenes, gezeugt vom Sonnengott. Oder Amenmose wäre die Diogenes. Und so weiter. Aber auch einfaches Mose ist ägyptisch bezeugt. Und diese Form ohne Gottesnamen war natürlich für einen biblischen Text die einzig mögliche. Da auf diesem Relief habe ich Ihnen die ägyptische Form des Namens Mose mal eingerahmt. Das ist also aus dem Grab eines Mose in Sakkara. Es ist also durchaus möglich, dass in der Exodus-Erzählung einige wahre Kerne stecken. Und außerdem stecken darin eine Reihe realer Erinnerungen, die Unterdrückung, ja Verschleppung und Versklavung durch die Ägypter als Kolonialherren. Als Ganzes aber ist die Erzählung von Auszug und Gesetzgebung ein Mythos, was schon aus der auch für biblische Verhältnisse ungewöhnlich weit ins von Fantastische ausladenden Wundergeschichten der ägyptischen Plagen, des Meer- und des Manna-Wunders hervorgeht. Damit komme ich also zum zweiten Kapitel meines Vortrags, und zwar zum Verhältnis von literarischer Form und mündlicher Überlieferung, Buch und Mythos. Bei dem Begriff Mythos denke ich aber nicht an Fiktion oder gar Lüge, sondern an eine fundierende Geschichte, die aufgrund ihrer starken Symbolik eine Wirklichkeit schafft, anstatt sich nur auf ein bestimmtes historisches Ereignis zu beziehen. Aber auch ein bestimmtes historisches Ereignis, zum Beispiel die Schlacht beim Marathon, gewinnt erst dann eine fundierende Kraft, wenn die Erinnerung daran sich zu einem Mythos, einer symbolisch prägnanten Geschichte verdichtet. Wenn also der Exodus-Mythos sich nicht auf ein bestimmtes historisches Ereignis einer Massenmigration bezieht, dann sind wir umso mehr eingeladen, nach seiner symbolischen, sinnstiftenden Bedeutung zu fragen. Im Sinne einer fundierenden Erzählung spricht man heute gern von einem Narrativ. So gründete und entwickelte sich die Europäische Union etwa auf der Grundlage eines Narrativs, das die Wende von Krieg zu Frieden, von Feinden zu Freunden, von Wettstreit zu Zusammenarbeit, von Schlagbäumen zu offenen Grenzen, von Diktaturen zu Demokratien im Zeichen der Menschenrechte und so weiter betrifft. Ein Narrativ ist eine Erzählung, auf die sich das Selbstbild einer Gruppe, in unserem Fall der Europäischen Union, stützt. Hier kommt es aber seit einiger Zeit bekanntlich zu heftigen Divergenzen mit nationalen Narrativen, die ganz andere Begriffe in den Vordergrund stellen. England zum Beispiel, das geht schon aus seiner Selbstbezeichnung als Großbritannien hervor, lebt immer noch im Narrativ einer imperialen, viele Völker in sich vereinigenden Großmacht, die sich ungern in einen Verbund mit anderen Völkern einfügt. Russland lebt im Narrativ des großen Vaterländischen Krieges und feiert Stalin allen seinen Verbrechen zum Trotz als den Sieger über Hitler.
Polen und Ungarn leben in den Narrativen von Stolz, Ehre und historischen Wunden als Opfer äußerer Gewalt. Und die Regierungen und populistischen Bewegungen, die jetzt die Mauern hochziehen und sich gegenüber Migration und Einwanderung abschotten wollen, folgen dem Narrativ der Überfremdung, Kontrollverlust, bedrohter Identität. Das deutsche Narrativ stellt das nie wieder in den Vordergrund, auf dem die Erinnerungskultur an die Verbrechen der Nazizeit basiert. Der Zusammenhang von Narrativ und nationaler Identität ist evident. Und für diesen Zusammenhang gibt es kein klareres und zugleich älteres Beispiel als den Mythos vom Auszug aus Ägypten, den sich die Juden zur Vergewisserung ihrer Identität jedes Jahr in der Sedernacht des Pessachfestes erzählen. Welche Begriffe stellt diese symbolische Erzählung in den Vordergrund? Zunächst kommt es darauf an, zwischen dem Narrativ vom Auszug aus Ägypten und dem biblischen Buch Exodus zu unterscheiden. Das Buch Exodus ist ungefähr im Verhältnis 3:2:3 dreigeteilt. Die drei Teile haben eine ganz verschiedene Struktur. Der erste ist narrativ und erzählt den Auszug aus Ägypten. Der zweite ist normativ und enthält die am Sinai offenbarten Gesetze des Gottesbundes. Und der dritte ist, wenn man von der Episode des goldenen Kalbs einmal absieht, deskriptiv und enthält die Beschreibung des Zeltheiligtums, der sogenannten Stiftshütte, wie Luther das übersetzt. Das Buch endet mit dem Bau dieser Stiftshütte, des Tabernakels, der, nimmt man das Buch Genesis hinzu, auf kunstvolle Weise mit der Weltschöpfung in Parallele gesetzt wird. So könnte man sagen, und das scheint die Pointe des Buches Exodus zu sein, dass der Auszug Israels aus Ägypten dem Einzug Jahwes in das Zeltheiligtum endet. Das kann aber nicht das Ende des Mythos sein. Der mit dem Auszug Israels aus Ägypten begonnene narrative Bogen erfordert notwendig den Einzug Israels in das gelobte Land. Das Narrativ oder der Mythos entfaltet sich wie jede Erzählung in den drei Schritten von Anfang, Mitte und Ende, beziehungsweise Ausgangssituation, Entwicklung und Endsituation. Wobei die Ausgangssituation durch Not und Mangel markiert ist, die Entwicklung von der Überwindung dieses Mangels handelt und die Endsituation die Umkehrung der Ausgangssituation darstellt. Ausgang und Überwindung sind vollkommen klar. Die Unterdrückung im Sklavenhaus Ägypten und die Befreiung daraus durch Jahweh und seinen Knecht Mose. Wo und wie aber endet der Mythos? Daher kann auch das Ende der Tora, der Tod des Mose, nicht das Ende des Mythos sein. Denn Mose stirbt in Moab und wird das gelobte Land nicht betreten. Die Tora steht vielmehr ganz im Zeichen der Migration, die sie auf 40 Jahre ausdehnt, damit die Umwandlung, um die es geht, die Transformation der ausgewanderten Masse zum Gottesvolk, sich in einem Generationenwechsel vollziehen kann. Nicht die Ausgezogenen, sondern deren Kinder werden einziehen. Und das gelingt erst unter Josua. Und es scheint hochbedeutsam, dass dieser Teil der Erzählung nicht mehr zur Tora gehört, sondern zu den sogenannten vorderen Propheten oder Geschichtsbüchern. Also endet die Erzählung mit Josua 24, der Bundeserneuerung im gelobten Land. Josua steht aber nicht am Ende, sondern am Anfang einer Geschichte, deren Ende erst mit 2. Könige 25, mit dem Untergang Jerusalems und der babylonischen Gefangenschaft erreicht scheint. Aber das kann schon gar nicht das Ende sein, denn es stellt nicht die Umkehrung, sondern eher die Wiederholung der Ausgangssituation dar. Das eigentliche wahre Ende wird in jüdischer Sicht erst mit Esra und Nehemia, Kapitel 8 bis 10, erreicht,
mit der Neugründung Israels als Judentum nach dem Scheitern des ursprünglichen Projekts von Auszug und Einzug und in christlicher Sicht erst mit der Auferstehung Jesu Christi und der Neugründung Israels als Kirche. Und so steht in jüdischer Sicht der ganze Tanach und in christlicher Sicht die ganze Bibel, Altes und Neues Testament, im Zeichen des Exodus, mit dem Buch Genesis als Vorgeschichte und allem Übrigen als Entfaltung der Geschichte im Sinne von Schuld und Verheißung. Schuld durch den ständigen Bruch des Bundes und Verheißung im Segen der Bundestreue. Vielleicht ist die eigentliche Pointe der Erzählung sogar überhaupt das offene, nie erreichte Ende. Immer wieder gilt es auszuziehen, sich der Verwandlung auszusetzen und in Neues einzuziehen. So gesehen vereinigen sich in der Exodus-Erzählung universale, weithin verallgemeinerbare Aspekte mit hochspeziellen, die sich nur auf das Judentum beziehen. Universal ist die allgemeine Struktur der Erzählung mit ihrem Dreischritt von Auszug, Umwandlung und Einzug, die der Struktur aller Übergangsriten entspricht. Trennung von der Gruppe beziehungsweise der alten Heimat, was für Ursache sind überhaupt? Prüfung und Umwandlung. Und Reintegration in der Gruppe bzw. der neuen Heimat. Die Kinder Israels werden aus Ägypten befreit, Trennung, am Sinai zu einem Volk mit Verfassung, Rechts- und Kultordnung, Umwandlung, und in Kanaan als dem gelobten Land angesiedelt, Reintegration. Universalität ist aber doch noch etwas anderes als Verallgemeinerungsfähigkeit. Wenn die Exodus-Erzählung nur in ihrer allgemeinsten narrativen Struktur als universal gelten kann, so hat sie sich doch in sehr viel speziellerer Hinsicht als verallgemeinerungsfähig erwiesen. So hat zum Beispiel der politische Philosoph Michael Walzer die Exodus-Erzählung als Blaupause aller Revolutionen bezeichnet. Jede Revolution hat nach dem Ausbruch aus dem Alten Wüsten zu durchqueren. Das heißt, konterrevolutionäre Widerstände zu überwinden, bevor sie ihre Vision einer neuen Ordnung durchsetzen kann oder endgültig scheitert. Hier wird die 40-jährige Wüstenwanderung als Symbol für die Widerstände gedeutet, die sich jedem Aufbruch ins radikal Neue entgegenstellen. Auf dieses Motiv werde ich weiter unten noch ausführlicher eingehen. Ein anderes Symbol, das vor allem in der christlichen Rezeption des Exodus-Narrativs hervortrat, ist die Landnahme. Kolonisierende Völker oder Bewegungen wie die Spanier, die Puritaner, die Buren haben sich das Recht, ja den Auftrag zur gewaltsamen Missionierung oder Vertreibung der Urbevölkerung zu eigen gemacht und sich dabei auf Exodus und Deuteronomium berufen. Ein, ja, vielleicht sogar das zentrale Symbol des Exodus-Narrativs heißt Freiheit oder Befreiung. Freiheit, Cherut, ein Wort, das die Bibel gar nicht kennt, ist jetzt der zentrale Begriff der Pesach-Haggadah, der Liturgie dieser Sedernacht, den die puritanische Revolution Oliver Cromwells, die Civil Rights Bewegung und die lateinamerikanische Befreiungstheologie auf ihre Fahnen geschrieben haben. Exodus ist aber auch ein Symbol für rein geistige Aufbrüche. Wenn Augustinus in seinem Kommentar zu Psalm 64 bzw. 65 sagt, incipit ex ire qui incipit amare, also der fängt an auszuziehen, der anfängt zu lieben, dann denkt er an den Auszug aus der Civitas Terrena, der Welt der weltlichen Dinge und Geschäfte, in die Civitas Dei, das Reich Gottes, das keine Sache der körperlichen Fortbewegung, sondern eines inneren Aufbruchs ist. So schreibt er, exeuntium pedes sunt affectus cordis. Die Füße der Auswandernden sind die Empfindungen des Herzens.
Ägypten steht dann für die weltliche Welt, in der die Frommen als Fremdlinge leben und Unterdrückung erleiden. Wie etwa in der Arie einer Bach-Kantate zum zweiten Advent, das ist die Kantate Nummer 70, an dem man der Wiederkehr Christi, also am zweiten Advent, an dem man der Wiederkehr Christi am Weltende gedenkt. Und da heißt es, wann kömmt der Tag, an dem wir ziehen aus dem Ägypten dieser Welt? Auch wenn Kant die Aufklärung als den Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit definiert, verwendet er oder denkt an das Symbol des Exodus. Das biblische Buch Exodus aber setzt ganz andere Akzente, die nicht im Zeichen der Universalität oder Verallgemeinerbarkeit, sondern ganz im Gegenteil, in dem der absoluten Einzigartigkeit und Unvergleichlichkeit stehen. Das Thema der Offenbarung dominiert in einem völlig neuen und anderen Religionen fremden Sinne alle Teile des Buches Exodus. Gott offenbart seinen Namen in der Szene am brennenden Dornbusch, also in Kapitel 3 und dann nochmal in Kapitel 6, seine Macht in den 10 ägyptischen Plagen, seinen Bund und dessen Gesetze am Sinai, das Zeltheiligtum, das heißt Religion und Kult in der Wolke und sein Wesen in der Szene, wo er sich nach der Krise des goldenen Kalbs Mose von hinten zeigt. Und damit, also Mose darf ihn sehen, aber eben nur von hinten. Und damit hängen die ebenso neu und einzigartigen Motive der Erwählung, des Bundes und des Glaubens als Bundestreue zusammen. Diese Motive sind nur insofern verallgemeinerungsfähig, als sie die Signatur der sogenannten abrahamitischen Religionen bilden. Es geht um die Stiftung einer neuen Art von Religion, die nicht in politischen, kulturellen und gesellschaftlichen Ordnungen, also Kultur, in einem ganz allgemeinen Sinne aufgeht, sondern sich diesen Ordnungen als ein eigenständiges, ja übergeordnetes System entgegenstellt. Und dieser konfliktträchtige Antagonismus findet seinen ersten und zugleich radikalsten Ausdruck in den als deuteronomistisches Geschichtswerk zusammengefassten Büchern, die den mit Josua vollendeten Auszug aus Ägypten und Einzug in Kanaan fortsetzen. Erst diese neue Form von Religion kann Widerstand leisten, auch wenn sie in ihrer weiteren Geschichte immer wieder dann zur Dienerin weltlicher Mächte herabgesunken ist. In der Situation ihrer Entstehung ist sie als Gegenmodell zur altorientalischen Staatstheologie angetreten, nach der Könige als Söhne Gottes regierten und die in der vorexilischen Zionstheologie auch in Israel noch ganz ungebrochen lebendig war. Mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt, Psalm 2, kann Jahweh zum König sagen, während im Rahmen der neuen Religion das Volk Israel an die Stelle des Königs tritt. Mein erstgeborener Sohn ist Israel, sagt Exodus 4,22, Jahweh zu Pharao. In dieser Idee der Sohnschaft des Volkes an Jahweh und der Königsherrschaft Jahwehs in Israel liegt der revolutionäre, in gewissem Sinne radikal demokratische Impuls der neuen Religion, der immer wieder in der Geschichte zum Tragen kam, so oft er auch von staatstheologischen Konzepten verdeckt wurde. Auch das Motiv der heiligen Hochzeit, ein anderes Prärogativ des altorientalischen Königstums, wird in der neuen Religion auf das Volk Israel übertragen. Beim Pesachfest, dem Fest des Auszugs aus Ägypten, wird als heiliges Buch, als Megillah, als Schriftrolle, das Hohelied Salomones gelesen und der Bund zwischen Gott und Volk in das Licht eines Liebesbundes, einer heiligen Hochzeit gestellt. Das Amt der Gesetzgebung, die zentrale Aufgabe des altorientalischen Königtums, wird auf Gott selbst übertragen und in das Zentrum der Bundesidee gestellt.
Gott selbst erlässt das Gesetzeswerk der Tora, das nun nicht mehr dem Wechsel der Regierungszeiten und damit ständigem Wandel unterworfen ist, sondern ein für alle Mal zeitenthoben und für immer gültig erlassen und in Kraft gesetzt wird. Und damit ist die Staats- oder Königsidee des alten Orients, die den Kontext der biblischen Theologie und Geschichte bildet, restlos dekonstruiert. Wenn das Volk gleichwohl meint, einen König zu brauchen, dann soll dieser nicht zu viel Macht ansammeln, soll von früh bis spät die Tora studieren und ihren Gesetzen unterworfen sein. Das ist Deuteronomium Kapitel 17. Während die alten Religionen gleich Kulturen zwischen heilig und profan unterschieden, zieht die neue Religion erstmals eine scharfe Linie zwischen geistlich und weltlich und stellt das Volk als Gemeinde, Kahal oder Ekklesia, auf die geistliche und den Herrscher auf die weltliche Seite. Gerade dieser staatskritische Impuls der Exodus-Überlieferung hat sich aber in der Geschichte am allerwenigsten durchhalten lassen. Wenn im modernen, ursprünglich als säkularer Staat geplanten Israel religiöse Gruppen immer stärkeren politischen Einfluss gewinnen, berufen sie sich typischerweise nicht auf die nachexilische Exodus-Tradition, sondern auf die Traditionen des altisraelitischen Königtums. Mit einer Ausnahme allerdings, und das betrifft den kolonialistischen Aspekt der Exodus-Erzählung, mit dem schon die Conquistadores, die Pilgrimfathers und die Buren und andere unter dem Zeichen des Exodus ausgezogene Landnehmer ihr gewalttätiges Vorgehen gegen die jeweiligen Ureinwohner des jeweiligen gelobten Landes legitimierten. Das Motiv der heilig gebotenen Gewalt gegen die Kanaanäer, mit denen keine Ehen und Verträge geschlossen werden dürfen, sondern die ausgemerzt werden müssen aus Israel, gehört ganz in die deuteronomistische Zeit, in der es in Israel keine Ureinwohner mehr gab, sodass sich dieses Gebot nur auf die im Lande verbliebenen Hebräer selbst beziehen kann, die noch nicht zu der neuen, von den Exilanten aus Babylon mitgebrachten Religion sich bekannt haben. In diesen Gewaltvorschriften äußert sich der Hass des Konvertiten auf die eigene Vergangenheit, wie ihn das Christentum auf das Judentum und der Islam auf die Ungläubigen geerbt hat. Die kolonialisierende Gewalt, die insbesondere in der europäischen Rezeption des Exodus-Narrativs hervortritt, ergibt sich aus dem Sendungsbewusstsein, das gerade in der christlichen Rezeption mit dem Bundes- und Erwählungsgedanken einhergeht. Und so komme ich zum vierten Kapitel, Migration. Da mein Vortrag im Rahmen einer Ringvorlesung über Migration, Kulturkontakt und Kulturkonflikt steht, möchte ich im Folgenden das Thema Migration, das heißt die 40-jährige Wüstenwanderung der Kinder Israels, etwas genauer betrachten. Dieses Thema hat einen gewissen Vorlauf im Buch Exodus und wird dann im Buch Numeri ausführlich behandelt. Es bildet die mittlere Phase zwischen Auszug und Einzug, Trennung und Reintegration, die Phase der Prüfungen und Unterweisungen, die im Initiationsritual den Knaben oder Jüngling zum Mann als vollberechtigte Mitglied der Gemeinschaft und in der Exodus-Erzählung die Masse der Ausgewanderten zum Gottesvolk umformen. Jene Phase des Betwixt and Between, auf die Victor Turner den Begriff der Liminalität geprägt hat. Und diese Phase umfasst nicht weniger als 14 Szenen der Revolte. Die erste ereignet sich, als die ausziehenden Israeliten am Ufer des Roten Meeres ankommen, also des Schilfmeers, was immer genau damit gemeint ist. Von fern das Heer der Verfolger erblicken, in Panik geraten und nach Ägypten umkehren wollen. Das ist Nummer eins. Da teilt Mose auf Geheiß Jahwes das Meer und sie ziehen trockenen Fußes hindurch. Drüben haben sie nach dreitägiger Wanderung Durst und finden in Marah nur ungenießbares Wasser. Nummer zwei. Und das verwandelt Mose mit einem Stück Holz,
beziehungsweise im Trick, in Trinkwasser. Die nächste Krise entsteht durch Hunger. Jahwe schickt Wachteln und Manna. Aber das Murren hört nicht auf. Nummer 3. Bei Meriba hat das Volk wieder Durst und ist drauf und dran, Mose zu erschlagen und nach Ägypten zurückzukehren. Nummer 4. Und da schlicht Mose auf Jahwes Weisung mit seinem Stab gegen den Felsen und Wasser schießt hervor. Bis hierhin bleiben diese Empörungen folgenlos. Jahwe gibt nach und schafft sofort Abhilfe. Das ändert sich aber radikal, sobald der Bund am Sinai geschlossen und beschworen ist. Von nun an erregen alle weiteren Vorkommnisse dieser Art Jahwes Zorn und werden mit schweren Strafen geahndet. Das trifft als erstes die Israeliten, die sich von Aaron ein goldenes Kalb gießen lassen und es anbeten. Nummer 5. Mose, der auf dem Sinai von Gott die Einzelteile des Gotteszeltes erfährt, war so lange ausgeblieben, dass sie die Hoffnung verloren, ihn lebend wiederzusehen. Auf Gottes Warnung hin steigt Mose ab, sieht das um das Kalb tanzende Volk, zerschmettert im Zorn die von Gott empfangenen Gesetzestafeln und bringt mit Hilfe der Leviten 3000 Menschen um. Nur mit Mühe kann Mose Gott davon abbringen, das ganze Volk zu vernichten. Als das Volk vom Sinai weiterzieht, kommt es wegen allgemeiner Unzufriedenheit bald wieder zu einer Krise, die Gott mit Feuer bestraft. Nummer 6. Und wenig später sehnt sich das Volk nach Fisch und Fleisch und will unbedingt nach Ägypten zurück. Nummer 7. Gott schickt Wachteln, aber da heißt es, als das Fleisch noch zwischen ihren Zähnen war, entbrannte sein Zorn und er schlug sie mit einer schweren Plage. Ein besonderes Ereignis dieser Art ist der Protest von Aaron und Miriam, Moses Schwester, gegen Moses sogenanntes kuschitisches Weib, womit wohl nur die Midianiterin Zipora gemeint sein kann. Nummer 8. Und Gott straft Miriam für eine Woche mit Aussatz. Als die Kundschafter zurückkehren, die Mose auf Gottes Geheiß ausgeschickt hat, um das Land Kanaan zu erkunden, bricht die schwerste Krise seit der Episode mit dem goldenen Kalb aus. Nummer 9. Und jetzt geht es nicht mehr um Hunger und Durst, sondern um die zentralen Bundeswerte Glaube und Unglaube, Treue und Abfall, Zweifel am Sinn der ganzen Unternehmung. Einige der Kundschafter verbreiten das Gerücht, das gelobte Land sei von Riesen bewohnt, gegen die jeder Angriff sinnlos sei. Und da kommt es zu offenem Aufruhr. Das murrende Volk beschließt, sich einen anderen Führer zu wählen, um mit ihm nach Ägypten zurückzukehren. Mose und Aaron sowie Josua und Kaleb, die das Volk von der Umkehr abbringen wollen, sollen gesteinigt werden. Wieder will Gott das ganze Volk umbringen. Wieder gelingt es Mose, ihn umzustimmen. Gott aber wandelt die Todesstrafe in lebenslänglich um, indem er die Wanderung durch die Wüste auf 40 Jahre verlängert, bis die Generation der Auswanderer gestorben ist. Derer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben und mich nun 10-mal versucht und meiner Stimme nicht gehorcht haben, von denen soll keiner das Land sehen. 40 Jahre soll das treulose Volk in der Wüste wandern, bis eure Leiber aufgerieben sind in der Wüste. Die 10-Zahl setzt die Rebellionen mit den 10 Plagen und den 10 Geboten in Parallele. Wieder wird der symbolische Charakter der Erzählung deutlich. 10 Plagen hat Gott über Ägypten geschickt, um sein Volk zu befreien. 10 Gebote hat er ihm zur Verfassung als Bundespartner gegeben. Und in 10 Akten der Untreue, der Hurerei, nämlich mit anderen Göttern, wie das immer wieder heißt, haben sie sich gegen ihn vergangen. Bald darauf ereignet sich der Aufstand der Rotte Korach, die das kultische Monopol von Mose und Aaron im Umgang mit Gott nicht einsieht und gleiche kultische Rechte beansprucht. Schließlich sollen sie doch alle ein Königreich von Priestern sein.
Das ist jetzt Nummer 10. So war das aber nicht gemeint. Datan und Abiram wiegeln gar das Volk auf, nach Ägypten zurückzukehren und preisen es als ein Volk, das von Milch und Honig überfließt. Gott straft die Aufständischen, die von der Erde verschlungen werden. Und dies ist nach unserer Zählung die 10. Rebellion. Es geht aber so weiter. An der Plage, mit der Gott den Aufstand bestraft, sterben 14.700 Menschen. Da empört sich das Volk wegen der vielen Toten. Nummer 11. Wieder droht Gott mit seiner vollständigen Vernichtung. Aber Aaron schafft rasche Entsühnung. Und später kommt es wieder zu einer Rebellion wegen Durst. Nummer 12. Im Grunde ist das eine Doublette zu Szene 4. Jetzt aber geht sie ganz anders aus. Mose und Aaron sollen zum Felsen sprechen, nicht ihn schlagen. Und so werden sie jetzt gestraft, damit, dass sie nicht in das gelobte Land einziehen dürfen. Aaron wird noch in der Wüste sterben, Mose aber auf dem Berge Nebo, von dem aus er wenigstens einen Blick in das gelobte Land werfen darf. In der nächsten Empörung geht es um Hunger. Nummer 13. Das Volk ist das ewige Manna, leid und sehnt sich nach Fleisch. Gott straft mit giftigen Schlangen, weist Mose aber ein Heilmittel, die eherne Schlange. Wer die sieht, ist sofort geheilt. Zum Schluss kommt es noch einmal zu einem Treue- und Bundesbruch, der es an Schwere mit der Szene vom goldenen Kalb aufnehmen kann. Am Ende der 40-jährigen Wüstenwanderung lagert das Volk in Moab am Ostufer des Jordan im Anblick des gelobten Landes und nimmt die Einladung der Moabiter an, mit ihnen ein Fest des dortigen Gottes, des Baal Peor, zu feiern. Diese Willkommenskultur, ja, erfüllt in paradigmatischer Weise den Tatbestand der Hurerei mit anderen Göttern. Sofort entbrennt Jahwes Zorn. 24.000 Menschen sterben an der Pest. Gott fordert strengste Bestrafung der Rädelsführer. Zum Schluss der ganzen Serie von Empörungen wird hier noch einmal klargestellt, worum es bei dem Bund und der Treue geht, die sich Gott und Volk geschworen haben. Es geht um einen Liebesbund, vergleichbar der Ehe, dessen Verletzung Gottes Eifersucht erregt und der vom Menschen eine Treue fordert, die für Gottes Eifersucht eifert, auch mit Gewalt. Die Treuen, das sind die Eiferer, die dem Vorbild des Pinchas folgen. Diese Szene erzähle ich Ihnen jetzt nicht, aber da wird das deutlich. Also die Kanaim, griechisch Zelotai, die Zeloten. Stellen wir uns diese 14 Szenen der Empörung gegen Gottes Willen zwischen dem Westufer des Schilfmeers und dem Ostufer des Jordan noch einmal vor Augen. Die ersten 4 Szenen ereignen sich vor dem Bundesschluss, ante legem, wie es bei Augustinus heißt, und bleiben folgenlos. Die folgenden 10 Szenen ereignen sich nach dem Bundesschluss, sub lege, erregen Gottes Zorn und ziehen furchtbare Strafen nach sich. 3 Szenen ragen unter ihnen hervor, 5, 9 und 14. Das goldene Kalb zu Beginn und das Fest des Baal Peor zum Schluss verstoßen gegen das erste Gebot, keine anderen Götter. Das Gebot der absoluten, exklusiven Treue. Und die Szene der Kundschafter verstößt gegen das Gebot des Glaubens und Vertrauens. Das hebräische Wort Emunah bedeutet beides. Und so komme ich jetzt hoffentlich bald mal zum Schluss, und zwar zum Thema Kulturkonflikt. Die Exodus-Erzählung, darin sind sich alle Exegeten einig, ist der Gründungsmythos des jüdischen Volkes. Was haben aber in diesem Zusammenhang diese sich ständig wiederholende Szenen der Empörung zu bedeuten? Was kann der Sinn einer so ungünstigen Selbstdarstellung des auserwählten Volkes sein? In meinen Augen schildern diese Szenen vordergründig den Widerstand, der sich dem Projekt des Auszugs entgegenstellt. Die Entbehrung der Wanderung, die Forderung des Gesetzes zu Treue und Gehorsam, die Anfechtung des Unglaubens gegenüber der Utopie der Verheißung. Symbolisch aber
spiegelt sich in ihnen der Widerstand von Hof und Gesellschaft gegen die prophetische Lehre vom einen Gott. Der ist keine Sache einer Wanderungsbewegung des zweiten Jahrtausends, sondern der offiziellen Religion Israels in der Königszeit, also dem 10. bis 6. Jahrhundert, die von den Propheten von Jesaja, Amos und Hosea, die im 8. Jahrhundert auftreten, bis zu Nehemia im 5. Jahrhundert als Bundesbruch durch Unrecht und Vielgötterei angeprangert wird. In der großen Geschichtsrekapitulation bei Nehemia heißt es: Aber sie wurden widerspenstig und empörten sich gegen dich und warfen dein Gesetz hinter ihren Rücken. Und sie brachten deine Propheten um, die als Zeugen gegen sie auftraten, um sie zu dir zurückzuführen, und verübten große Lästerungen. Und bei Lukas und Matthäus ruft Jesus aus: Jerusalem, Jerusalem, das da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihm gesandt sind. Auch in seiner Apostelgeschichte kommt Lukas auf dieses Thema zurück und lässt Stephanus in seiner großen Geschichtsrekapitulation fragen: Welchen der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben die getötet, welche die Ankunft des Gerechten zuvor verkündigten, dessen Verräter und Mörder ihr jetzt geworden seid, die ihr das Gesetz durch Anordnung von Engeln empfangen und nicht befolgt habt. Auch die Lieder über den für die Sünden seines Volkes stellvertretend leidenden Gottesknechts, bei Deuteronomium Jesaja, werden oft in diesem Sinne gedeutet. Hier bezieht sich die Figur des leidenden Gerechten auf die Gruppe der nach Babylon verschleppten Juden. In der liturgischen Rezeption dieser Lieder und im kulturellen Gedächtnis der Juden konnte wohl auch Mose in die Reihe der leidenden Propheten einbezogen werden. Gilt er doch in der Tradition als der Gottesknecht par excellence und verstanden die Jünger doch Jesus als neuen Mose, als sie ihn und vielleicht auch er sich selbst mit dem leidenden Gottesknecht identifizierten. Die Offenbarungsreligion hat es in dieser Welt nicht leicht. Das Licht kam in die Welt und die Welt hat es nicht angenommen. Das zweite Stichwort dieser Ringvorlesung spielt in der Exodus-Überlieferung eine ähnlich bedeutende Rolle wie das der Migration: Kulturkonflikt. In der Exodus-Erzählung geht es gleich um drei solcher Konflikte. Da ist erstens der Konflikt Israel-Ägypten, aus dem das zunächst schlimm unterdrückte und geschundene Israel durch Gottes Hilfe als Sieger über das zehnfach geschlagene Ägypten hervorgeht. Es ist sehr erstaunlich, dass in der biblischen Überlieferung dieser Konflikt nicht in Triumph und Rache mündet, sondern in einem beispielhaften Lernprozess. Die Lehren, die Israel aus seiner Unterdrückung in Ägypten zieht oder ziehen soll, ist: nie jemanden, keine Armen, keine Fremden, keine Sklaven, keine Witwen und Waisen zu unterdrücken. Hierfür nur einige wenige Stellen. Den Fremden sollst du weder unterdrücken noch bedrängen, denn Fremde seid ihr im Lande Ägypten gewesen. Besonders eindrucksvoll ist die psychologische Begründung einer anderen Stelle: Und den Fremden sollst du nicht bedrücken, denn er kennt das Gemüt, Nefesh, Seele, des Fremden, da ihr selbst im Lande Ägypten gewesen seid. Oder: Du sollst das Recht eines Fremden und einer Waise nicht beugen, und das Kleid einer Witwe sollst du nicht pfänden, und du sollst daran denken, dass du Sklave in Ägypten warst, und dass Jahwe, dein Gott, dich von dort erlöst hat. Darum befehle ich dir, dieses Wort zu befolgen. Die Erinnerung, also Israel wird durch diese Lehren als eine sich erinnernde und daher empathische Gesellschaft definiert. Die Erinnerung an den Aufenthalt in Ägypten soll die Israeliten dazu befähigen, mit den Fremden, den Armen und den Unterprivilegierten in ihrer Mitte zu fühlen. Und das wird in drei Zusammenhängen betont: Du sollst den Fremden nicht unterdrücken, weil du selbst ein Fremder warst in Ägypten. Du sollst den Sklaven nicht ausbeuten, weil du selbst ein Sklave warst in Ägypten.
Und du wirst den Sinn der Gebote, die du halten sollst, nur verstehen, wenn du nicht vergisst, dass du Sklave warst in Ägypten und Jahweh dich daraus befreit hat. Die ägyptische Knechtschaft bildet daher ein zentrales Element von Israels Selbst- und Gottesbild. Die Israeliten sind befreite Sklaven, die ihre leidvolle Vergangenheit nicht vergessen haben. Gott ist der Befreier, der sie aus Pharaos Dienst zu seinen Dienern und damit zur mitfühlenden, rettenden Gerechtigkeit berufen hat. Das Ägyptenbild der Exodus-Erzählung stellt Ägypten als den Inbegriff von Unterdrückung, Versklavung, genozidaler Ausbeutung und pharaonischer Hybris dar, um den am Sinai gestifteten Gottesbund und Gottesstaat als Inbegriff von Freiheit, Menschenwürde und Gerechtigkeit herauszustellen. Hier geht es um einen Kulturkonflikt von beispielloser Krassheit. Ganz anders ist das Ägyptenbild der Josefsgeschichte, mit der das Buch Genesis endet und die den Einzug der Israeliten in Ägypten schildert. Josef steigt vom hebräischen Sklaven zum ägyptischen Großvezier auf. Mose steigt vom ägyptischen Prinzen zum hebräischen Aufrührer ab, der außer Landes fliehen muss, wegen Totschlags gesucht wird. Die Josefsgeschichte zeichnet Ägypten als ein großzügiges, gastfreies Land, voller Mitgefühl mit den Notleidenden. Und so wie die Mose-Geschichte Ägypten verdammt und vernichtet, preist die Josefsgeschichte Ägypten und wirbt für das Land. Die Josefsgeschichte zeigt, wie man in der Diaspora leben und zu höchsten Ehren gelangen kann, wenn man sich, bei aller Bundestreue natürlich, für das Gastland engagiert. Gemäß der Regel Torah im derech Eretz, das steht in der Mishnah, den Pirkei Avot, also die Torah zusammen mit dem Weg des Landes. Anstatt sich in puritanisch-separatistischem Eifer abzuschotten und zu ghettoisieren. Die Mose-Geschichte dagegen fundiert das Bewusstsein der Erwählung, des Sonderwegs und der Splendid Isolation in kompromissloser Reinheit und Gesetzestreue. Die Tora stellt beide Ägyptenbilder in all ihrer Gegensätzlichkeit nebeneinander und verteilt sie auf zwei durch 400 Jahre getrennte Epochen. Erst das humane, liberale, gastfreundliche Ägypten und das Ideal des zugleich gesetzestreuen Juden und erfolgreichen Ägypters. Und dann das xenophobe, illiberale, mörderische Ägypten und das Ideal des Retters, der das geschundene Volk in die Freiheit führt. Nach der Zerstörung Jerusalems und den Jahren des babylonischen Exils bildeten sich im frühen Judentum zwei Richtungen heraus: puritanischer Exklusivismus und liberaler, weltoffener Humanismus. Die eine Richtung vertraten die Rückkehrer nach Jerusalem mit der im Exil entstandenen Bundes- und Gesetzesreligion. Die anderen vertraten vermutlich die im Lande und in ihren Gastländern Babylonien und Ägypten verbliebenen, voll integrierten Diaspora-Juden und vor allem später dann die mächtige jüdische Gemeinde von Alexandria. In der Bibel steht die Josefsgeschichte vor der Exodus-Erzählung. Und in der biblischen Chronologie liegen zwischen den beiden Büchern und ihren Ereignissen 400 Jahre. Fragt man aber nach der Entstehung der Texte, dann wird man die deuteronomistisch inspirierte, ägyptenfeindliche Exodus-Erzählung früher ansetzen, vielleicht im 6. Jahrhundert, und die ägyptenfreundliche, humanistisch inspirierte Josefsgeschichte später, im 5. oder 4. Jahrhundert, und als Antwort auf Exodus und Deuteronomium verstehen. Das Großartige an der Bibel ist, dass sie beide Werke ihrer Tora integriert, den Gegensatz stehen gelassen und den Widerspruch chronologisch vermittelt hat. Gemeinsam aber ist allen Richtungen die Utopie einer gerechten Gesellschaft, die am Sinai auf die Grundlage göttlich geoffenbarter Gesetze, Gebote und Verbote gestellt wurde. Es geht nicht nur um die Stiftung einer neuen, streng monotheistischen Religion, sondern auch und vor allem
um die Gründung einer neuen politischen und sozialen Ordnung, in der niemand unterdrückt, versklavt und gedemütigt werden darf. Und in der nicht nur die Witwen und Waisen, sondern auch die Fremden Schutz und Respekt genießen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.